nicht mehr lange und ich werde endlich wieder beim Friseur sein. Ja, wir haben heute Donnerstag, den 14. Mai und Samstag geht's zum Friseur. Endlich! Nach, ich weiß nicht, 8 Wochen. Ich war direkt vor der Krise beim Friseur. Naja, aber ihr tragt es hoffentlich noch. So, Freaks, es gibt ja unglaubliche Fans. Unglaubliche Fans. Markus, ich werde ausnahmsweise mal deinen Namen hier erwähnen. Markus, du bist cool. Schnittpapier mit dem Rasenfreak-Aufdruck. Wie cool ist das denn? Yeah! Ja, also hier. Sensationell. Oh! Geht die Tür wieder zu. Was soll das denn? Ja, Freak hat einen Schwächeanfall. Ja, Schnittpapier von Markus. Coole, coole Idee. Ja, wir haben einen schönen Rasen. Wir haben einen wirklich schönen Rasen. Nein, ich habe gestern gemäht. Das ist nicht alles schön. Das ist nicht alles schön hier. Quäke ist nicht schön. Ich habe gestern gemäht und ich habe eben gerade mein Schnitthöhenmessgerät, falls jemand das Ding haben will. Ich habe Probleme. Ich habe Probleme, überhaupt das Ding zu produzieren. Ich wollte ein paar Prototypen herstellen für ein paar Fans, die das unbedingt haben wollen. Es geht nicht gut voran. Ja, ich habe eben mit meinem Schnitthöhenmesser gemessen. Ich habe fast 20 mm Schnitthöhe, obwohl mein Toro E-Flex auf 14 steht. Habe ich fast 20 cm Schnitthöhe, so 18 bis 20. Das geht natürlich gar nicht. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass die Rolle vorne schon zu stark hochgedrückt wird vom dichten Rasen und dass deshalb der Schnitt nicht so tief ist, wie er laut Einstellung sein sollte. Das ist immer eine ganz typische Sache bei Spindelmähern. Man hat eine eingestellte Schnitthöhe und man hat eine tatsächliche Schnitthöhe. Das muss man berücksichtigen und deswegen muss man nachmessen. Ich habe hier auch nachgemessen. Ich wollte nämlich wissen, wie gleichmäßig sprengt meine Bewässerungsanlage. Die ist heute Nacht wieder aktiv gewesen, ist heute Nacht gelaufen und habe jetzt hier auf meinem neuen Grün, das jetzt so ganz langsam kommt hier, meinem neuen Grün mit immer noch viel zu großen Steinchen. Oh ey, ich habe den falschen Sand genommen. Ich habe hier den Sand aus der Sandgrube genommen. Das könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. Perfekt ist Quarzsand. Und da muss man natürlich mal ein bisschen investieren, Rasenfreak. Und nicht hier für 5 Euro aus der Sandgrube sich Sand holen. Oh, jetzt kommt hier die Sonne. Oh, herrlich. Ist noch nass. Wie geht? Ja, ich habe hier 3 ganz einfache, super günstige Regenmesser aufgebaut, um die Verteilung der Bewässerungsmenge mal zu prüfen. Ja, und wie immer, es ist dramatisch. Es ist dramatisch! Hier haben wir gerade mal so 6 Liter pro Quadratmeter. Hier haben wir schon eigentlich die gewünschten 8,5 Liter pro Quadratmeter. Und hier hinten haben wir 14 Liter pro Quadratmeter. Das zum Thema gleichverteilte Bewässerung. Das ist ein Drama. Ein Drama. Egal, das ist einfach die Überdeckung. Die Sprenger müssen überdecken. Das ist halt nicht ganz gleichmäßig. Gut, kann man nichts machen. So, jetzt Edgo her, erstmal hier mähen, dann den E-Flex auf 13 mm einstellen. Dann schauen wir mal, was dann für eine Schnitthöhe rauskommt. Ja, und das machen wir jetzt. Bleibt dran. Thank you.
Das war jetzt nicht so viel. Wie ihr seht, das war jetzt nicht so viel. Überall die Steinchen drin. Da. Na, schon ganz gut. Das sieht natürlich richtig gut aus. Ja, hier überall. Aha. Steinchen. Oh. Wahnsinn. Ich mähe noch mal in diese Richtung. Noch mal rüber gemäht, gleiche Höhe. Das ist ja Wahnsinn, oder? Guckt euch das an hier. Erster Schnitt, zweiter Schnitt. Immerhin. Und hier überall die Steinchen drin. Cool. So, hier, das ist meine Schnitthöhe und die ist jetzt auf 14, also wir gehen noch 1 mm tiefer auf 13, eingestellte Schnitthöhe, 13, ist noch nicht ganz 13, Tickchen noch, so, 13 mm, jetzt ist gut. Ich weiß nicht, wie ihr sehen könnt, wie so wackeln. 13 mm. Dieser Schraubenkopf, der wird jetzt hier aufs Untermesser gehängt. Und jetzt passt es natürlich nicht mehr, weil natürlich jetzt die Spindel hoch muss. So, 13 mm. Ich hänge das hier unter, auf das Untermesser drauf. Zack. Hat ein bisschen Vorspannung. Gehen wir noch ein bisschen höher. Da hat Ben Sims gerade ein richtig tolles Video gemacht. Der Greenkeeper. Es muss richtig schmatzensaugend sein. Andere Seite. So, schön schmatzend. Da muss man richtig. Ja, könnte noch ein bisschen. Nee, ein bisschen runter, Entschuldigung. So. Zu viel. Ein bisschen höher. Zack, an der Seite. Sich gleich an Mitte kontrollieren. Fantastisch. Gut, festziehen.
weiß nicht, ob der E-Flex jetzt wieder so laut wirkt auf dem Video. Der ist so mega leise. Tja, das sind jetzt also 15, 16, je nachdem wie stark ich drücke. Sind es auch noch 17 mm. Das heißt, mein E-Flex, der wird schon so stark von diesem dichten Gras hochgedrückt, dass ich nicht so richtig tiefer komme. Mir hatte schon einer geschrieben, du musst eine Frontrolle nehmen mit einer noch gröberen Profilierung. Das habe ich natürlich. Ich habe bei meinem Toro Greensmasters, bei meinem Triplex Greensmeyer, habe ich vorne eine Rolle. Die hat eine gröbere Profilierung, die ist zwar nicht so tief, aber ich habe schon überlegt, vielleicht baue ich die mal um, setze die da drauf und dann mache ich mal einen direkten Vergleich. So, wir mähen jetzt noch mal gegen. Ich mähe das noch mal in die andere Richtung gegen, nur diese paar Bahnen. Und dann messen wir noch mal. Das sind jetzt so solide 15, ein bisschen gedrückt 15 mm. Da kommt der 15er Strich. Das ist schon schön kurz. Ich habe ja das Messer eben nicht getestet, muss ich gleich nochmal machen. Aber dieser E-Flex, dieser Profimäher, der schneidet dieses Blatt. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Mal anderes. Unglaublich. Das hier. Das ist, als wenn das Blatt mit einem super scharfen Laserstrahl abgeschnitten wurde. Mein Rasenfreak-Schnittpapier ist zerknickert. Hier, pass auf. Zack! Das ist eine wahre Wonne. Da braucht man nicht nachstellen. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist absolut genial. Sowas Schönes.
Da klebt auch kein Gras dran, nix. Das ist super. Das Rasenpflegschnittpapier. Cool. Mega, Markus. Danke. Jetzt nehme ich mal kurz den Antrieb raus. Mach Speed. Was so unglaublich ist, die Spindel macht keine Geräusche. Wahrscheinlich hört das sich wieder furchtbar an auf dem Film. Das ist Zimmerlautstärke. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Das ist echt angenehm, mit einem Akkumäher zu mähen. Hier gehen die Rhododendren auf. Yeah! Jetzt wird es richtig schön beim Rasenfreak. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Bis dann. Tschüss.